Hi, mein Name ist Philipp, aka Return Winner, und ich heiße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal herzlich willkommen. Und dieses Video ist, wenn man so will, Teil 3 meiner kleinen Miniserie, wo ich euch versuche, das Goldformat ein bisschen näher zu bringen, verschiedene Aspekte zu beleuchten und einen etwaigen Einsteiger oder Wiedereinsteiger oder auch jemand, der vielleicht einfach nur etwas Neues erfahren möchte, versuche möglichst viel darüber zu erklären und zu erzählen. Im ersten Part ging es um die Grundlagen des Goldformats, wo es herkommt, was es eigentlich genau ist, welcher Kartenpool zur Verfügung steht, welche Bandlists es gibt und so weiter. Im zweiten Part habe ich euch die wichtigsten Decks vorgestellt, die man im Format spielt. Und in diesem dritten Part möchte ich euch gerne Side-Deck-Karten vorstellen, die in dem Format relevant sind, die ihr spielen könnt und gegen was ihr sie spielen könnt. Wie wird dieses Video aufgebaut? Ihr seht ja jetzt schon eine Decke mit ein paar Side-Deck-Karten vor mir oder vor euch liegen. Ich wollte so ein bisschen von Deck zu Deck gehen und erklären, was für Karten man boarden kann. Dann werden diese Karten gleich vom Side-Deck ins Main-Deck wandern und wenn ich dann zum nächsten Deck gehe, sehen wir wieder ein paar neue Karten, die ich dann präsentieren kann. Ihr seht gleich, was ich damit meine. Auf jeden Fall wird sich die Deckliste immer weiter füllen und am Ende haben wir dann hoffentlich eine reichliche Auswahl von Karten, die ihr mal considern könnt, wenn ihr ein Side-Deck für ein Gold-Deck bauen wollt. Okay, ohne weitere Umschweife möchte ich auch direkt anfangen mit Side-Deck-Karten gegen das populärste Deck im Moment im Format und das ist das Chaos. Ich habe euch ja bereits im letzten Video erklärt, es gibt quasi zwei Chaos-Varianten, das Chaos Turbo und das Chaos Control. Man kann gegen beide ähnlich boarden, es gibt feine Unterschiede, aber im Grunde möchte ich bei beiden Decks an einem ähnlichen Punkt ansetzen. Und zwar ist es wichtig, wenn man sich überlegt, was für Karten man boarden möchte, ist, was sollen die Side-Deck-Karten tun? Und um das zu wissen, muss man natürlich wissen, wie funktioniert das Deck, gegen das man sidet. Und das Chaos-Deck, wie ihr sicherlich wisst, vor allem wenn ihr mein letztes Video geschaut habt oder auch schon erfahren im Goldformat seid, ist sehr auf den Friedhof angewiesen. Man versucht, Licht- und Finstersmonster in den Friedhof zu bekommen, um die mächtigen Chaos-Monster zu beschwören, wie BLS und Chaos-Sorcerer. Und gleichzeitig, gleichzeitig kommt dieses Deck viel über die Flip-Effekte, über super starke Effekte wie Magier des Glaubens oder die Kuichi, die sich aktivieren, wenn die verdeckten Monster aufgeflippt werden. Das heißt, das ist der Punkt, an dem man ansetzen sollte, wenn man ein Side-Deck gegen Chaos baut. Wir fangen einfach mal mit Karten an, die gut gegen Karten im Friedhof sind. Und die allererste Karte, die man auch in vielen Main-Decks findet, wenn sie da nicht ist, aber eine exzellente Side-Deck-Karte gegen Chaos ist, ist der Kaiku. Kaiku, der Geistzerstörer. Kaiku hat den Effekt, dass wenn er Kampfschaden zufügt durch einen Angriff, kann durch überall ein Monster sein, kann auch ein direkter Angriff sein, verbannt er zwei Monster vom Friedhof des Gegners. Also kann man schon mal den Friedhofsgegner ein bisschen leeren, wichtige Ziele rausnehmen und auch Light Darks aus dem Friedhof nehmen, vielleicht die Lights, die der Gegner braucht, oder die Darks, oder auch wichtige Monster, die vielleicht Greeborn mit Premature oder mit Call of the Haunted geholt werden. Greeborn ist ja logischerweise verboten, aber Greeborn ist ein allgemeiner Begriff für Karten vom Friedhof holen. Aber genauso wichtig ist der zweite Effekt, der aussagt, dein Gegner kann keine Karten aus seinem Friedhof verbannen, solange diese Karte auf dem Feld liegt. Das bedeutet, solange der Kaiku liegt, kann der Gegner weder ein BLS noch ein Chaos-Sorcerer beschwören. Das heißt, der Kaiku hat zwei sehr wichtige Effekte. Er verhindert, solange er auf dem Feld liegt, eben das Auftreten dieser Chaos-Monster. Und zusätzlich kann er eben auch noch den Friedhof lernen, wenn er Kampfschaden macht. 1800 sind tolle Werte, einfach eine grundsätzlich sehr, sehr gute Karte. Eine der meistgespielten Side- oder Main-Deck-Karten gegen Chaos und ich glaube, ihr seht auch, warum. Wenn man an anderen Punkten ansetzen möchte, um gegen den Friedhof vorzugehen, kann man natürlich auch zum Beispiel Nico Valley spielen. Nico Valley hat den gleichen Effekt wie Kaiku, dass solange sie auf dem Feld liegt, keine Monster aus dem Friedhof gebanished werden können. Gleichzeitig, jetzt habe ich hier gerade die falsche Karte, upsala, da ist Nico Valley. Gleichzeitig können keine Monster aus dem Friedhof spezial beschworen werden. Ist nicht wie Kaiku ein Monster, ist dadurch nicht ganz so flexibel, ist natürlich, andererseits braucht man die Normals haben nicht dafür, ist nicht ganz so angreifbar wie ein Monster, aber ist nicht ganz so oft gesehen wie der Kaiku. Trotzdem natürlich eine Karte, die man sich überlegen kann. Eine andere Karte, die an einem ähnlichen Punkt ansetzt, ist Soul Release, der Seelenerlöser, der aussagt, dass man bis zu 5 Karten aus irgendeinem Friedhof verbannen kann. Kann man den Friedhof des Gegners leeren,
verhindert natürlich nicht, wenn der Gegner dann seinem Zugmonster einen Friedhof bekommt, dass er die nutzen kann. Von daher von den Friedhofskarten auf jeden Fall Kaiku definitiv die beste Möglichkeit. Man kann auch bei Karten wie Dimensional Fish oder Makrokosmos ansetzen, die sieht man aber kaum im Goldformat, deswegen habe ich es hier auch nicht aufgeführt. Genau. Ja. Dann möchte ich an den Punkt der Flip-Monster, der verdeckten Monster angehen. Nobleman of Crossout, natürlich die beste Karte gegen Flip-Effekt-Monster, hat aber jedes Deck im Grunde Main-Deck, deswegen führe ich die hier nicht auf. Dann haben wir aber Karten wie den Mystischen Schwertmann Level 2, Schwertkämpfer Level 2 oder den Blade Knight. Kennt man aus Main-Deck-Karten im Warrior-Deck, kann man aber auch mal in anderen Decks ins Side-Deck packen, vielleicht auch im Mirror-Match, wenn man einen Chaos-Mirror hat. Ja, der Mystische Schwertkämpfer Level 2. Am Anfang des Damage-Steps zerstört er irgendein verdecktes Monster. Einfach so. Ja, ihr könnt den wichtigen Part des Effekts auf jeden Fall lesen. Ohne es aufzudecken, heißt Flip-Effekte werden nicht aktiviert. Und der Blade Knight hat einen ähnlichen Effekt. Wenn er das einzige Monster auf dem Feld ist und er ein Monster durch Kampf zerstört, wird dessen Flip-Effekt nicht aktiviert. Beide Karten haben Vor- und Nachteile gegenüber. Der Mystische Schwertkämpfer Level 2 ist deutlich schwächer als der Blade Knight. Dafür zerstört der Mystische Schwertkämpfer Level 2 einfach jedes Monster, was er überrennt. Befördert es direkt in den Friedhof, kann gut sein Gegner, die Warrior Lady gegen den Gravekeeper Spy, die der Blade Knight nicht überrennen kann oder ähnliche Sachen. Funktioniert auch, wenn er nicht das einzige Monster auf dem Feld ist. Blade Knight ist wie gesagt eben stärker und auch ein Leitmonster, was in manchen Decks wichtig sein kann. Aber die beiden Karten sind die Universallösung gegen verdeckte Monster. Eine sehr gute andere Karte gegen verdeckte Monster und generell auch gegen Chaos ist die Mind Control. Eine fantastische Karte, die einfach aussah. Kann man übrigens auch, wenn hier jetzt 1 steht, im Goldschmatt kann man die dreimal spielen. Das ist die aktuelle Bandlist, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, Mind Control, man kann ein Monster vom Gegner für eine Runde übernehmen, darf es nicht rebutieren, nicht damit angreifen. Was kann man damit machen? Man kann damit einfach einen Flippen-Effekt-Monster vom Gegner klauen und das dann nutzen, wie zum Beispiel einen Magier des Glaubens oder eine Dekuichi. Damit verhindert man erstens, dass der Gegner den Effekt bekommt und man nutzt den Effekt für sich selbst. Eine andere sehr gute Variante ist, ein gegnerisches Chaos-Monster klauen, wie ein Chaos-Sorcerer oder ein BLS, und dann durch den Effekt sich selbst verbannen. Chaos Sorcerer, BLS können sich auch selbst verbannen mit dem Effekt und so kriegt das keiner wieder und es ist quasi ein 1:1 Removal. Sehr gute Karte auch gegen Set Monster. Allgemein eine sehr gute Karte gegen das Chaos ist der King Tiger Wang Hu. Generell, ich werde hier viele Karten vorstellen, die auch in mehreren Matchups gut sind, aber ja, das werde ich dann vielleicht auch nochmal erwähnen, aber ich gehe so von Deck zu Deck und es werden immer mehr Karten dazukommen und am Ende haben wir eben eine schön gefüllte Side-Deck-Liste. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der King Tiger Wang Hu sagt aus, wenn ein Monster mit 1400 oder weniger Angriffspunkten beschwören wird, normal oder spezial, wird dieses einfach zerstört. Das Chaos-Deck spielt viele kleine Monster, die dadurch beeinträchtigt werden. Wang Hu ist sogar noch besser in anderen Matchups, aber generell einfach eine Side-Deck-Karte, mit der man wenig verkehrt machen kann. Ist im Warrior ziemlich gut, wenn man da ja eh viele Monster mit viel Backrow spielt. Das heißt, wenn man dann einen Wangu hinter viele Traps, vielleicht einen Solemn setzt, dann ist das schon eine extrem gute Option gegen Decks wie Chaos. Genau. Je nach Chaos-Variante werden auch gerne mal Traps gespielt. Und je nachdem, also Chaos Turbo spielt ja 3 Solemns, 3 Jar of Greed, verschiedene Battle Traps. Kann man über Royal Decree nachdenken. Royal Decree, generell eine unfassbar gute Side-Deck-Karte gegen viele Decks, gegen Warrior, gegen Burn. Hätte ich auch da aufführen können. Habe ich jetzt hier aufgeführt, weil es gerne auch gegen Chaos Turbo mal geboardet wird. Aber hat viele, viele Verwendungszwecke. Andere Spell Trap-Hate-Karten werde ich euch noch vorstellen, wenn es um andere Decks geht. Aber auf jeden Fall wirklich eine sehr flexible, sehr gute Side-Deck-Karte. Wenn es sich mit dem eigenen Deck verträgt. Wenn man selber viele Fallen spielt, natürlich nicht so schlau. Ein weiterer großer Ansatz ist, das ist übrigens dann auch, also das Gold Control werde ich nicht extra auffassen, weil das ist ja so ein bisschen gehört zum Chaos ein bisschen dazu, sind ähnliche Karten, zum Beispiel hier Karten, die verdeckte Monster zerstören, sind sehr gut gegen Gold Control oder auch Karten, die gegen Friedhof gehen, weil Gold Control ja auch mal ein BLS spielt und auch eben, da muss man unterscheiden zwischen Chaos Control und Chaos Turbo. Das Chaos Control spielt ja auch eine Thousand Eyes Restrict Engine, das heißt Metamorphose und Scapegoats. Das ist eben das, was ein God Control auch macht. Und da ist es eben auch wichtig, dagegen ankommen zu können. Wenn man bei den Goats ansetzt, ist die populärste Seite der Karte der Asura-Priester. Kennen viele auch, wurde früher auch sehr oft gemaindeckt. Ist ein Spirit-Monster, das heißt, es geht in Endfest wieder auf die Hand. Aber
Der Effekt besagt, dass er jedes Monster auf der Seite des Gegners einmal angreifen darf. Das heißt, er kann jeden einzelnen Go-Token überrennen. Das heißt, Scapegoat bringt dagegen gar nichts. Man überrennt einfach alles. Ist auch gegen ein Deck, was viele Recruiter spielt, wie Mystische Tomate zum Beispiel, weil du einfach so lange Monster überrennen kannst, bis die alle weg sind. Eine sehr flexible Karte, ist ein Light, hat gute Angriffspunkte, ist schwer vom Feld zu bekommen, weil es immer wieder auf die Hand geht. Alles im allem eine sehr solide, gute Karte. Eine andere sehr beliebte Karte gegen Go-Token zum Beispiel ist auch der Tribe Infecting Virus, auf eins limitiertem Gold-Format übrigens. Ja, man wirft eine Handkarte ab und nennt einen Typ und alle Monster von dem Typ werden dann zerstört. Der Effekt ist nicht once per turn, man kann ihn so oft benutzen, wie man möchte. Super, um Feld zu räumen, um Token zu räumen. Auch eine super flexible Seite der Karte, auch gegen was anderes. In Kontrollvarianten kommen wir gleich zu. Eine Karte noch, die man eventuell noch gegen Scapegoats nutzen könnte, ist ein bisschen nischiger, aber auch eine Karte, die ich euch mal vorstellen wollte, ist das Token Thanksgiving, was aussagt, zerstöre alle Token auf dem Feld und dann kriegt man 800 Punkte für jedes zerstörte Token. Das bedeutet, wenn der Gegner Sündenbock aktiviert, kann man die mit Token Thanksgiving alle wegräumen und bekommt in diesem Fall 3200 Lebenspunkte. Das ist gar nicht mal so wenig. auch eine super gute Seite der Karte gegen Panda Burn. Komme ich aber gleich auch nochmal drauf zurück. Wollte ich aber hier mal erwähnt haben. Genau, der Tribe super gut gegen Gold Token, aber auch gegen das Thousand Eyes Restrict. Ein sehr starkes Monster, was ziemlich schwer vom Feld zu kriegen ist. Deswegen ist es wichtig, auch im Side Deck, wenn man merkt, dass man hat im Main Deck nicht so viele Antworten, Karten dagegen zu haben. Und Tribe entsorgt das Thousand Eyes auch sehr zuverlässig. Dann hat man zum Beispiel auch Tsukuyomi, auch eine Karte, die man ja eher in Main Deck sieht, kann man aber auch mal boarden gegen gewisse Matchups, hat auch in anderen Matchups Vorteile, aber gerade gegen Thousand Eyes natürlich sehr gut, verdeckt das gegnerische Thousand Eyes, man kann es outen, das ist kein Problem mehr. Wenn ich Tsukuyomi erwähne, muss ich natürlich auch Book of Moon erwähnen. Tsukuyomi ist ja quasi ein Book of Moon auf Beinen, deswegen selbes Anwendungsgebiet. Auch eine Seite der Karte, die man früher oft gemaint hat, die unfassbar gut gegen das Thousand ist, ist das Compulse. Schickt das einfach wieder ins Extra-Deck zurück. Kann man sogar auf den Effekt unchainen, genauso wie Book. Das heißt, man verliert keins seiner eigenen Monster. Auch eine super flexible Karte. Um jetzt quasi das Chaos abzuschließen, habe ich hier noch ein paar allgemeine Seite der Karten, die man eigentlich immer mal boarden kann, die ich in diesem Video hier auch drin haben wollte. Wo jetzt nicht unbedingt es nur gegen Chaos gut ist, sondern einfach generell roundabout sehr gute Seite der Karten. Da haben wir jetzt zum Beispiel die Mirror Force. Wenn sie nicht im Main Deck ist, immer gut sie im Side Deck zu haben gegen gewisse sehr aggressive Decks, die viele auch einfach Mirror Force und Torrential sind hier Karten, die gehen Hand in Hand. Das ist auch so eine Sache, das ist immer so eine Gefühlsfrage. Zum Beispiel, man kann man auch drauf gucken, wie spielt der Gegner? Spielt der Gegner sehr aggressiv, haut er alle seine Monster aufs Feld? Oder ist er eher konservativ und passiv? Wenn er letzteres ist, macht natürlich Mirror Force Torrential Board nicht so viel Sinn. Ist aber ein sehr aggressiver Spieler oder passt es in das Matchup rein, kann man die immer gut boarden. Und eine Karte, die, ja, ich habe schon viel über diese Karte auf dem Kanal geredet, weil ich sie sehr schwierig finde einzuschätzen. Ich persönlich mag sie überhaupt nicht. Dafür ist sie wahrscheinlich die beste Karte im Spiel, wenn man sie resolved kriegt. The Trap Dust Shot. Lohnt sich immer zu boarden, wenn man anfängt. Denn wenn man anfängt und, ja, drei Stück davon hat, übrigens TT und Mirror Force 1, Dust Shot ist, darf man dreimal spielen im Gold-Format. Also wenn man weiß, man beginnt, heißt man hat das Game davor verloren, kann man ruhig mal Dust Shot boarden, weil wenn man die Starten hat, ist das einfach unfassbar gut. Okay. Und eine Karte noch, die ich im Vorfeld vergessen habe, ist das Skill Drain. Auch eine tolle Side-Deck-Karte gegen Chaos. Man muss natürlich ein Deck finden, wo man das spielen kann. Beispiel dafür ist zum Beispiel das Zoo Beatdown. Findet ihr auch Spiele von... Für diesen Deck findet ihr auch Spiele in meiner Road to Gold-Serie, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Aber ja, auch eine etwas nischige Karte im Gold-Format, weil einfach die wenigsten Decks sich erlauben können, die Karte zu spielen, weil man selber super viele Effektmonster hat. Wenn man sie aber irgendwie da reinpacken kann, ist das einfach eine super solide Karte. Okay, damit haben wir schon mal 18 Karten, die gut in Side-Decks aussehen. Wir haben aber noch ein paar Decks vor uns, damit auch noch ein paar Side-Deck-Karten. Ich setze einen kurzen Cut und dann haben wir wieder eine neue Auswahl von Karten für ein neues Matchup. Und damit haben wir wieder eine ganze Reihe neuer Side-Deck-Karten offscreen hinzugefügt. Und zwar geht es jetzt um das Warrior-Matchup. Warrior, das wohl zweitbeste und definitiv zweitbeliebteste Deck im Moment im Gold-Format. Und auch etwas, worauf man sich einstellen muss, wo man auf jeden Fall Karten gegen haben sollte. Und ja, gegen Warrior, wie setzt man da an? Viele starke Monster, viel Backrow und Beatdown, Beatdown, Beatdown. Das ist im Grunde die Strategie des Decks. Und das ist auch schon der Ansatz. Karten, die was gegen starke Monster machen können. Und Spell Trap Hate.
Ich würde uns auf das hier eine Karte vergessen haben, die kümmern aber gleich zu. Okay, erstmal die wohl offensichtlichste Seite der Karte gegen Warrior ist der Cypher Soldier. Hat den Effekt, dass wenn er gegen ein Kriegermonster kämpft, kriegt er 2000 ATK und Death für diesen Kampf in der Damage Calculation dazu. Kann über jeden einzelnen Krieger laufen. Man kann den auch mal setzen und hoffen, dass ein ja nicht Level 2er da reinrennt, um den Kriegerspieler sehr viel Schaden zuzufügen. Warrior-Spieler sind meistens recht low, weil sie auch mal einen Solemn gezündet haben. Also ja, einfach eine tolle Karte. Der Nachteil daran ist, dass Warrior-Decks ja auch so Karten wie Kaiku oder Breaker spielen, gegen die dann der Cypher heute nicht macht. Aber generell einfach eine Go-To-Karte gegen Warrior. Karten, die ähnliches machen, wie das Cypher Soldier, zum Beispiel der Berserk-Gorilla. Der hat einfach nur 2000 ATK, der hat ja eher einen negativen Effekt, dass wenn er in Face-Up-Defense-Position ist, wird er zerstört und er muss auf jeden Fall angreifen, er darf nicht angreifen. Aber es geht einfach darum, dass der Gorilla ein 2000er Beater ist, damit auch über jeden Krieger rüberläuft und den Blade Knight immerhin doubled. Aber eben auch über einen Kaiku läuft, über einen Breaker läuft oder auch über andere Karten, die einen Krieger Deck vielleicht mal normal beschwört. Hat dann nicht ganz so viel ATK wie das Cypher Soldier, aber ja, hat viel mit Präferenz zu tun. Das Meter shiftet immer viel zwischen den beiden Monstern hin und her. Ein drittes Monster, was auch so ein bisschen in dem Bereich ist, ist der Zombyra. Der ist auch sehr beliebt für Warrior-Mirror-Matches, denn er ist selbst ein Krieger. Das heißt, man kann ihn durch Rota auch suchen, was dann natürlich, wenn man selber Rota spielt, ein absoluter Pluspunkt ist. Der hat 2100 ATK, 4 Sterne, darf nicht direkt angreifen, was sein größter Drawback ist, und verliert 200 Angriffspunkte für jedes Monster, was er durch Kampf zerstört. Das heißt, der wird immer schwächer. In einem schnelllebigen Warrior-Match wird er meistens nach einem Angriff eh vom Feld genommen, von daher ist der Drawback nicht so wichtig. Der Drawback, dass er nicht direkt angreifen kann, ist da schon größer. Das ist ein Grund, warum ich ihn nicht so mag und ich ihn auch nicht so gerne spiele, weil man dadurch viel Druck verliert, wenn man ihn hat, aber ja, hat natürlich auch noch den gewaltigen Vorteil den beiden Erdenmonster gegenüber, dass er Dark ist, was, wenn man selbst ein Chaos-Deck spielt, natürlich auch wirklich, wirklich gut ist. Weil jetzt diese Beatdown-Monster erwähnen noch ein bisschen, also Side-Decken hat ja nicht nur damit zu tun, sich auf seinen Gegner einzustellen, sondern auch darauf, auf das Side-Deck des Gegners einzustellen. Deswegen wollte ich hier einmal den Skill-Duck mit Jishin zeigen. Das ist tatsächlich auch hin und wieder gerne mal von Kriegerspielern, von Warrior-Spielern gebordet wird, wenn sie mit Cypher Soldier rechnen, weil dann wissen sie ja, okay, Gegner boardet Cypher Soldier, also boarden sie einen 1900er Hexer rein, wo der Cypher Soldier einfach nichts macht gegen. Gerade in Chaos Warrior Varianten, wo du auch Chaos Sorcerer spielst, sehr beliebt, weil er da ja auch ein Dark ist eben. Und dementsprechend kann man dann vielleicht mal den einen oder anderen Krieger gegen einen 1-9er Hexer austauschen, damit der Cypher Soldier weniger Damage macht. Und aus solchen Gründen wurde dann irgendwann vom Cypher Soldier auf den Gorilla geswitcht. Und das ist dann einfach die Art und Weise, wie sich das Meta ein bisschen shiftet. Aber ich wollte die Karte auf jeden Fall erwähnt haben, wenn man die auch immer wieder mal wirklich Inside Decks sieht. Genau. Warrior haben auch ein Problem damit, über große Verteidigungsmonster rüberzukommen. Deswegen ist Gravekeeper Spy, wenn man ihn nicht maint, auf jeden Fall auch eine sehr gute Side-Deck-Karte. Gerade im Warrior Mirror sehr beliebt, weil wenn man selber Krieger spielt, wird der Gegner ja auch Noblemans rausborden, weil man ja nicht damit rechnet, dass Monster gesetzt werden. Also bringt man den Spy rein, der eben dann gesetzt werden kann, meistens auch durchgeht. Und ja, bis zu 2000er Deathmonster generieren kann, die gar nicht so leicht sind, darüber zu kommen. Das ist ein Grund, warum Warriors gerade sehr viele Zaskus spielen. Ist ein Thema vielleicht für ein anderes Video. Auf jeden Fall Gravekeeper Spy. Auch eine sehr gute Karte gegen Warrior. Eine andere Karte, die ein bisschen aus der Beliebtheit rausgefallen ist, die ich aber ziemlich cool finde, ist der legendäre Jujitsu Meister. 1800 Death, also auch schwer für Krieger zu handeln. Mit dem Effekt, dass wenn er in Defense Position angegriffen wurde, dass dieses am Ende des Damage Steps auf das Deck zurückkommt. Und das kann den Gegner natürlich extrem verlangsamen, wenn er da mal mit irgendwas reinrennt. Und dieser Effekt geht durch, wenn der Jujitsu zerstört wird, aber auch wenn er nicht zerstört wird. Also im Optimalfall rennt der Gegner, keine Ahnung, mit einem Don Saluk da rein, oder mit einer die Warrior Lady, aber sagen wir Don Saluk, und kriegt ihn aufs Deck und der Jujitsu liegt da immer noch, das ist immer noch ein Problem. Also im Moment nicht mehr so populär, ich dachte, ich erwähne ihn mal, einfach ein cooles Monster. Anderer Punkt, wo man am Warrior natürlich ansetzen muss, ist Spell Trap Hate, habe ich ja eben schon erwähnt. Wir haben hier Decrease schon gesehen, MST Storm ist in der Regel Main, Breaker Main auch jedes Deck. Haben wir natürlich den Dust Tornado, auch eine Karte, die man mainen kann. Wenn nicht, 2-3 im Side Deck ist gegen super viele Matchups eine sehr flexible Karte und ja, auch gegen Warrior eben, wo viele Spell Traps gespielt werden. Xing Zhen Hu ist eine etwas speziellere Karte, die
Ja, man wählt zwei Zauberfallenkarten aufs Spielfeld und diese dürfen dann nicht aktiviert werden, solange Sengoku auf dem Feld liegt. Schafft man es, zwei Karten zu erwischen, die nicht angechained werden können, vielleicht weil sie gerade erst gesetzt wurden oder weil sie generell nicht angechained werden können, kann das schon echt gut sein. Und wenn man damit einen Warrior-Spieler mal auf dem kalten Fuß erwischt, echt starke Karte. Auch eine Karte, die in Warrior Mirrors recht beliebt ist. Eine Side-Deck-Karte, die man generell auch in fast jedem Side-Deck sieht, ist der Möbius. Ich denke, jeder kennt ihn, kann man Tribut beschwören, zerstört dann bis zu zwei Zauberfallenkarten auf dem Spielfeld. Super gut gegen Warrior, aber auch gegen viele andere Decks in vielen Varianten. Einfach eine super stabile Karte. Lohnt sich wirklich, das Ding zu spielen. Dann noch ein paar Karten. Also erstmal der Cliff ist auch eine Karte, die ja auch eher fürs Warrior Mirror gedacht ist, da er dadurch sehr reizvoll ist, dass er selber ein Warrior ist und dadurch durch Rota suchbar ist. Cliff funktioniert ähnlich wie der Donsa Luke, dass er direkt angreifen muss, damit er seinen Effekt bekommt. Und sein Effekt ist dann, dass er eine Zaubernfallenkarte auf dem Feld zerstören kann. Kann sehr gut sein, um ja, Kriegerdecks ein bisschen unter Druck zu setzen, weil man die Gegner basically dazu zwingt, zum Beispiel eine Sakurai-Rüstung zu aktivieren, weil er sie sonst verlieren würde. Kann aber auch gut sein, wenn man zum Beispiel selber Krieger spielt und damit vielleicht ein gegnerisches Decree mal erwischen möchte oder so. Also generell auch eine flexible Karte. Auch eine sehr gute Side-Deck-Karte, die aber, finde ich, am besten gegen Warrior ist, ist Swords of Revealing Light. Man hat einfach mal drei Runden Ruhe, wenn sie auf dem Feld liegt. Gegner kann nicht angreifen. Und bei einem Deck wie Warrior, was komplett über Feldkontrolle und Attacke kommt, kann das echt gut sein, weil diese drei Runden, in denen man Zeit hat, Karten zu ziehen, Outs gegen das Board des Gegners zu ziehen, kann einem durchaus das Spiel gewinnen. Eine Karte jetzt noch, die ich erwähnen wollte, ist Smashing Ground. Sehr, sehr simples 1 zu 1 Removal. Bei einem Deck wie Warrior, was einem mit einem Kaiku Lockdown möchte, was einfach mal Blade Knight 5 Set zum Beispiel spielt, wenn du dann Blade Knight erwischen kannst, oder wie gesagt, den Kaiku, vielleicht wenn du selbst Chaos spielst, kann eine sehr, sehr wertvolle Karte sein. Auch in Mirror Matches gut gerne gesehen. Einfach eine allround stabile und coole Karte. Okay, jetzt haben wir schon 30 Side-Deck-Karten und ich bin noch nicht fertig. Ich möchte euch noch ein paar zeigen. Kurzer Cut und dann seht ihr noch ein paar mehr Side-Deck-Karten für ein anderes Matchup. Das nächste Matchup, was ich mit euch ein bisschen erläutern möchte, ist das Burn-Matchup. Das beliebteste Burn-Deck ist das Panda-Burn. Das spiele ich ja im Moment auch sehr, sehr viel. Und da gibt es auch einige Side-Deck-Karten. Viele davon sehen wir auch schon. Größtenteils ist jede Karte, die irgendwie Spelltraps zerstört, Möbius, Dust oder Decree zum Beispiel auch, sind super Side-Deck-Karten gegen Burn. Das heißt, wenn ihr die im Side-Deck habt, auch dagegen super gut einsetzbar. Das Token Thanksgiving zum Beispiel habe ich dann hier auch, weil es auch Ojama-Tokens zerstört und einem Lebenspunkte dafür gibt, dem Gegner weniger Schadenspotenzial hinlegt. Genau, ansonsten, ich habe auch noch ein paar Spell Trap Destruction, die ich jetzt eben nicht erwähnt habe, wie die Giant Trunade, auch eine tolle Karte auf 3 im Format. Seven Tools, auf jeden Fall auch etwas, was man spielen kann. Nicht nur gegen Burn, generell gegen Trap-Heavy-Decks. Aber ja, ich wollte euch nochmal vier Karten zeigen, die speziell gegen Burn richtig, richtig gut sind. Und ich denke, die erste Karte, wenn man Anti-Burn-Side-Deck denkt, über die man nachdenkt, ist der Deswombat. Natürlich, ganz simpler Effekt. Man kriegt keinen Effektschaden mehr. Ja. Mega, gegen Decks, die auf Effektschaden gehen. Natürlich eine unfassbar gute Karte, brauche ich euch nicht erklären. Dazu hat der gute 1600 Angriffspunkte und 3 Sterne. Und das ist unfassbar wichtig. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr stark. Eines der stärksten 3-Sterne-Monster im Format. Und Entschuldigung, ich entschuldige das Aufstoßen. Eines der stärksten 3-Sterne-Monster im Format, was zusätzlich bedeutet, dass er unter Level Limit Area B und unter Gravity Bind angreifen darf. Und ich kann euch sagen, als jemand, der selbst super viel Panda-Burn spielt im Moment, das ist fast nerviger als der Effektschaden, den er verhindert. Und das in Kombination ist unfassbar gut. Tolle Side-Deck-Karte gegen Burn. Dann haben wir hier die meiner Meinung nach beste Side-Deck-Karte gegen speziell Panda-Burn, ist der mystische Wok. Die Karte ist absolut insane. Man tributiert ein Monster von seiner Spielfeldseite und kriegt dann die Angriffspunkte oder Verteidigungspunkte, darf man sich aussuchen, auf seine Lebenspunkte wieder gut geschrieben. Ist eine Quickspell, kann man also an Dinge unchainen und ist eine unfassbar gute Karte. Man kann damit Ojama-Token, was einem der Burn-Spieler gibt, wegtributieren, 1000 Lebenspunkte dafür kriegen. Man nimmt einfach Monster vom Feld, man macht Minus, man verhindert Schadenspotenzial durch Karten wie Secret Barrel oder Just Desserts. Kann es natürlich auch dann an solche Karten unchainen, was auch absolut insane ist.
Man kann es an den magischen Zylinder unchainen, man kann es an den Ring of Destruction unchainen. Es ist eine unfassbar flexible, versatile Karte, die man auch mit Magier des Glaubens zum Beispiel recyceln kann. Und mittlerweile auch die Staple gegen Burn-Decks im Side-Deck hat fast jeder zweimal im Side. Aus gutem Grund, die Karte ist absolut busted gegen Burn und als Burn-Spieler selbst so nervig dagegen zu spielen. So nervig dagegen zu spielen. Also wenn ihr eine schwere Zeit gegen Burn habt, boardet Mystic Fox. Das ist eine tolle Karte dagegen. Aber nicht gegen mich, bitte. So, dann haben wir noch eine Karte, die eine ähnliche Idee hat wie der Mystic Vog und ein paar Nischen hat, wo er besser ist. Ich finde ihn schlechter persönlich, aber der Mass Driver. Man kennt ihn als FDK-Karte, eine permanente Zauberkarte. Man kann Monster auf seinem Feld tributen und 400 Lebenspunkte Schaden bei seinem Gegner verursachen. Nicht once per turn, kann man so oft machen, wie man will. Klar, man kann damit zum Beispiel sämtliche Ojama-Tokens, die einem der Gegner ihm gegeben hat, vernichten, 1200 Punkte Schaden zufügen. Man kriegt dann nicht mal den Schaden der Ojama-Token, weil sie zerstört werden müssen. Generell, man kann sein Feld leeren von irgendwelchen Monstern, die man nicht braucht. Und einem Burn-Spieler Schaden zu verursachen, ist auch immer eine gute Idee. Denn, ja, die Strategie gegen Burn sollte auch sein, so schnell wie möglich den ebenfalls Lebenspunkte zu reduzieren. Das ist ja kein Matchup, wo es auf Kartenvorteil und Kontrolle ankommt, weil je mehr Zeit man dem Burn-Spieler gibt, desto mehr Zeit hat er, in die Karten zu ziehen, die einem Burn-Schaden zufügen. Und die letzte Karte ist eine Karte, die eher im Burn-Mirror-Match spannend ist Barrel Behind the Door. Sagt einfach, wenn ein Karteneffekt aktiviert wird, der einem Effektschaden zufügt würde, kann man ihn zurückschießen. Das heißt, der Burn-Spieler möchte zum Beispiel einen Just Desert aktivieren, würde dir 2500 Schaden verursachen, weil du 5 Monster hast, Chainsaw das Barrel und du kriegst keinen Schaden, aber dein Gegner kriegt den Schaden. Im Burn-Mirror-Match ist unfassbar gut, kann man auch generell gegen Burn boarden, wenn man da wirklich ein Problem mit hat, mit den Matchups viel Burn-Hate braucht. Auf jeden Fall eine stabile Karte. Ja, genau. Interessant ist, Barrel Behind the Door kann man nicht an sich selbst unchainen, ist eine interessante Interaktion. Und wenn man einen Ring of Destruction barrelt, kriegt der Gegner den doppelten Schaden und du keinen. Das heißt, der kriegt den Schaden für den er sowieso kriegen würde durch Ring und den du kriegen würdest, den du zurückschießt. Also zum Beispiel, wenn man einen BLS, Ring of Destructed, und der Gegner chant Barrel Behind the Door, kriegt man 6000 Punkte Schaden. Und der Gegner nicht. Das ist insane. Okay, das zu Side-Deck-Karten gegen Burn. Ein paar Karten habe ich noch für euch. Das sind jetzt die letzten Karten, die ich euch vorstellen möchte. Und hierbei geht es mir um das Matchup gegen das Reasoning Gate OTK oder generell gegen OTK-Decks, gegen Decks, deren einziges Ziel es ist, dich in einem Zug von 8000 auf 0 Punkte runterzudrücken. Was kann man gegen solche Decks machen? Ich denke, der einfachste Ansatz ist, Karten, die verhindern können, dass man Kampfschaden kriegt oder dass man angegriffen wird. Ganz simple Beispiele haben wir hier. Waboku und Threatening Roar. Die beiden Karten machen dasselbe im Grunde. Threatening Roar ist ein bisschen besser, weil der Gegner nicht angreifen darf, aber man kann auch Waboku spielen. Ich persönlich würde wahrscheinlich immer Waboku spielen, einfach weil diese Karte einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Klar, die Spieler for life. ja, das Schöne an diesen beiden Karten ist, dass sie auch an eine Tornado oder an einen Storm angechained werden können. Das heißt, wenn der Gegner einen OTK-Turn vorbereitet mit einer Tornado zum Beispiel, kann man einfach Waboku oder Threatening Roar chain, lebt trotzdem. Andere Karten, die Angriffe verhindern, ist zum Beispiel der Messenger of Peace. Der den Vorteil hat, dass man selbst die Kontrolle darüber hat, wann man ihn zerstören möchte. Das heißt, wenn man selbst ein Deck spielt, was mit starken Monstern auch angreifen möchte, lässt man den einfach so lange liegen, bis man ihn nicht mehr braucht und man selber starke Monster hat. Level Limit Area B und Gravity Bind setzen an ähnlichen Punkten an. Man verhindert einfach, dass starke Monster angreifen können. Der Nachteil dabei ist, die blockieren einen selbst. Die Karten sind suboptimal gegen OTK-Decks, weil einfach es drei Riesentornaden im Format gibt und ein Heavy Storm und in den meisten Fällen, bevor der OTK-Turn kommt, eine von den Karten kommt und dann bringen einem die Karten nichts. Ist gut, was anzuchainen zu haben, aber trotzdem wollte ich diese Karten nicht unterschlagen. Apropos Unchain, dann haben wir hier noch eine Karte. Wo haben wir sie denn? Ah, das ist wieder unfassbar gut vorbereitet von mir. Genau hier, die Hallowed Life Barrier. Ist quasi ein Waboku on Crack, außer dass es einen Kosten hat. Man muss eine Karte aktivieren, um sie zu aktivieren. Das ist der Drawback der Karte. Aber dafür kriegt man in diesem Zug gar keinen Damage mehr. Weder durch Kampf, noch durch Karteneffekte. Das heißt, auch das eine Karte, die man gegen OTK-Decks spielt, die gleichzeitig auch gegen Burn noch ganz praktisch ist. Kann man also auch drüber nachdenken. Auch eine Karte, die man eben an Tornado Storm anschenken kann. Eine Karte, die nicht verwundbar für Spell Trap Destruction oder Spell Trap Destruction und zum Beispiel
für The Queers ist der gute alte Kuribo. Ja, er ist tatsächlich halbwegs beliebt. Hier und da taucht er mal in einem Side-Deck auf, sagt Hallo. Ist natürlich cool gegen Reasoning Gate-Decks oder gegen Decks, die halt versuchen, dich mit einem einzigen Angriff zu töten, wie zum Beispiel Megamorph-Decks, die dann irgendwie ein Monster mit 10.000 ATK beschwören und das damit angreifen wollen. Kann man den Kuribo von der Hand aktivieren, lebt noch eine Runde. Ist natürlich eine tolle Sache. Ist auch sehr nischig auf jeden Fall, aber man kann ihn mal ausprobieren und ich meine, hey, Leute, es ist Kuribo. Also, kommt schon. Gebt ihm eine Chance. genau. Dann habe ich die meiner Meinung nach beste Side-Deck-Karte gegen Reasoning Gate. Spellcancellor. Ist ein Tributmonster, muss ihn einfach aufs Feld kriegen, liegt er da, können keine Zauberkarten mehr aktiviert werden und alle Zauberkarteneffekte werden negiert. So, und dann hat man ein Deck wie Reasoning Gate, was 30 Spells spielt und das steht da, guckt sich das Spellcancellor an und denkt sich, cool. Es wird schwer. Also meine Erfahrung, auch wenn ihr meine Road to God Series geguckt habt, kriegt man früh einen Spellcancellor aufs Feld gegen Reasoning Gate, ist das fast immer Game Over. Tolle Side-Deck-Karte. Ich spiele ihn sogar im Burn, obwohl er da schwer zu beschwören ist. Einfach weil, wie gesagt, kriegt man ihn früh raus. Viel zu gut. Eine Karte, die einen ähnlichen Ansatz hat, ist der Jogen. Der eben sagt, solange er auf dem Feld liegt, kann nicht spezial beschworen werden. Ist quasi der Mini-Pachi. Pachi gab es logischerweise noch nicht. Der kam erst viel später raus. Hat auch noch den Effekt, dass man eine Handkarte abwerfen kann, um alle spezial beschworenen Monster auf dem Feld zu zerstören. Das heißt, er ist sowohl gut als ein Monster, was Spezialbeschwörung verhindert, als auch eins, was ein Board schon vernichten kann von speziell beschworenen Monstern. Und noch eine letzte Side-Deck-Karte, die ich jetzt für dieses Video habe, ist eine ganz spezielle Side-Deck-Karte gegen ein ganz spezielles Deck. Und zwar gibt es ja ein Empty-Jar, sehr nischig. Das ist ein FDK-Deck, was dich versucht zu deckouten mit Cyber-Jar oder Morphing-Jar und dann irgendwann mit der Kombination aus Kartenzerstörung und Zauberserie. Sehr nischig, sehr, sehr gefährlich. Wenn ihr wirklich wahnsinnige Angst davor habt, so ein Deck zu encountern, packt euch einen Nekomane King ins Side-Deck. Ihr braucht doch nur einen, weil ihr den auf jeden Fall ziehen werdet, weil euch das Empty-Jar-Deck lässt euch ja durch das ganze Deck ziehen. Der sagt einfach, wenn diese Karte während des gegnerischen Zugs auf den Friedhof geschickt wird, durch einen Karteneffekt eines Gegners, dann muss er seinen Zug beenden. Dann muss er in die Endphase. So, Empty, also durch Cyber-Jar und durch Morphing-Jar werden die ganze Zeit Karten von eurer Hand auf den Friedhof geschickt, oder durch Card Destruction. Irgendwann zieht ihr in den Nekomane King, weil dein Gegner lässt euch ja durchs ganze Deck ziehen. Und kommt er auf den Friedhof, ist der Zug eures Gegners vorbei. Und in den meisten Fällen bedeutet das für ein FDK-Deck Game Over. Nette Side-Deck-Karte, kann man einmal reinpacken. Es gibt jetzt hier noch ein paar Side-Deck-Karten, die ich vergessen habe. Zum Beispiel, jetzt mache ich doch noch eine, weil ich die auch zum Beispiel in Lava Golem. Ist eine coole Side-Deck-Karte, wenn man Burn spielt oder gegen Horus-Decks, gegen Flip-Flop-Decks. Gibt es mehrere Einsatzmöglichkeiten. Generell, wenn ich jetzt hier noch 5 Minuten sitzen würde, würden mir bestimmt noch 15 Karten einfallen. Aber hey, ich würde sagen, wir haben jetzt hier 47 Karten. Die könnt ihr euch alle ganz in Ruhe angucken, die alle gegen unterschiedlichste Matchups coole Side-Deck-Karten sind. Und wenn ihr neu im Goldformat seid oder wenn ihr Goldformat immer nur im Einzelduell gespielt habt oder noch nicht wirklich wusstet, was ihr so im Side-Deck spielen wolltet, ich glaube, ich habe hier eine ganz gute Auswahl für euch an Karten, die ihr mal ausprobieren könnt. Wo ihr mal schauen könnt, ob die was für euch sind, ob die eure Matchups verbessern. Aber hey, wie immer, Yu-Gi-Oh! Ist ein sehr großes Spiel mit einem großen Kartenpool, wo viel Kreativität gefordert ist. Ich habe bestimmt ganz viele Karten vergessen, die super cool sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Karten ich vergessen habe. Welche Karten baut ihr gerne? Würde mich freuen, wenn da ein bisschen getalkt wird. Und ansonsten würde ich sagen, ich möchte dieses Video auch nicht zu lang machen, bedanke ich mich wieder einmal fürs Zuschauen. Es macht mir bis jetzt großen Spaß, diese Sondervideos zu machen. Es ist was ganz Neues auf meinem Kanal. Sie kommen sehr, sehr gut an. Sie laufen sehr, sehr gut. Und mein Plan war es ja bisher, diese Freitagsvideos zu machen bis zum Gold Grand Prix in Nürnberg. Der findet nächste Woche statt. Das heißt, nächste Woche Freitag bekommt ihr auf jeden Fall noch ein Video. Ob es danach mit den Freitagsvideos weitergeht, kann ich euch noch nicht versprechen, weil das auch ziemlich viel Arbeit für mich ist. Mehr Arbeit als vorher. Und ich auch einfach gucken muss, dass ich das in meinem Privatleben kriege. Aber vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung, für euer Zuschauen. Ich hoffe, es hilft euch ein wenig bei eurer Goldreise weiter, ob es jetzt am Anfang oder schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Vielen Dank und in diesem Sinne, Return Winner out.